So, schönen guten Abend. Es ist live, 19 Uhr am 27. Februar 2024. Hier ist XTB zusammen mit Finanzmarktwelt, unserem Stargast, der Marc Friedrich. Also Jens Schanowski, Markus Hubmann, Marc Friedrich. Und ja, wir haben eine Stunde Zeit, der Finanztalk. Wir haben so ein paar Themen vorbereitet. Über die Inflation werden wir sprechen. Bitcoin, großes Thema. Da gibt es ja auch einen neuen Bestseller, wo wir ein bisschen sowas erzählen werden. US-Wahljahr, was bedeutet das für die Börse und vieles weitere mehr. Mehr will ich gar nicht sagen dazu. Und ich würde mal dann das Wort geben zu den drei Kollegen oder den drei Leuten. Jens Schanowski spricht gerade schon, Markus Hubmann, Marc, hallo, sprecht gerne selber mal. Ja, servus. Ich darf vielleicht erstmal den Marc nochmal ganz herzlich begrüßen. Super, dass du die Zeit gefunden hast. Wir haben vorher schon, vielleicht schon live, aber habt ihr das mitbekommen, wo wir ein bisschen schon gesprochen haben und nicht uns gewahr waren, dass das schon live ist. Ich freue mich, dass du dabei bist hier, Marc. Wir wollen ja sprechen über Themen, die uns allen ein bisschen auf der Seele liegen. Das ist einerseits die Inflation. Das ist andererseits dein Steckenpferd Bitcoin. Böse Zungen sagen auch Bitcoin. Und dann haben wir natürlich die US-Wahl mit einem wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten Trump. Da wollen wir vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Was bedeutet das für die Märkte im Vorfeld wie auch im Nachgang? Und wir haben ja derzeit eine Situation, dass wir so eine Art KI-Euphorie haben. Also das kaschiert so ein bisschen dieses Thema mit der Inflation und der Zinsfrage. Hier ist es ja so, dass eigentlich die Zinserwartungen immer weiter sinken, also die Zinssenkungserwartungen sinken, weil wir eben ein Unternehmen haben wie Nvidia, das natürlich unendlich wachsen wird. Marc, beschäftigst du dich mit diesem Thema KI sehr stark? Siehst du da den totalen Gamechanger in Sachen Produktivität, all diese Dinge, die man da annimmt? Siehst du das genauso? Ja, natürlich ist die KI auch wichtig für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Ich denke mal, es wird auch Einfluss haben, genauso wie das Internet auf die Produktivität. Aber wir wissen ja immer, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lasst uns mal schauen, wohin die Reise geht. Es wird ja auch viel Blödsinn mit der KI gemacht, ne? Also irgendwelche Memes und Videos und so weiter. Aber es ist natürlich schon für die Produktivität entscheidend. Und wir sehen es ja am Aktienkurs von Nvidia. Ist das spektakulär, wenn er nach oben hochgekracht ist, aber wird natürlich auch wieder ein bisschen runterkommen. Also es sind ja viele Erwartungen drin im Kurs, aber mal gucken, wo die nächsten Jahre hingehen. Ich würde tatsächlich auch immer ein bisschen KI im Portfolio haben. Allerdings habe ich auch zuletzt ein bisschen reduziert, auch bei den Mac 7 oder jetzt vielleicht nur noch Magnificent 6 sind es ja nur noch, ne, in der Zwischenzeit. Und für mich ist es einfach jetzt Zeit gewesen zu sagen, okay, ich nehme mal jetzt ein bisschen ein paar Chips vom Tisch und schaue mir das Ganze mal von der Seitenlinie an, auch auf die Gefahr hin, dass es weiter nach oben eskaliert, wie zumeist. Aber ich bin ja gebranntes Kind, ich habe ja den neuen Markt miterlebt, ne? Und auch 2007 und so weiter. Und deswegen muss man irgendwann auch mal Kasse machen. Siehst du denn da Parallelen zur Dotcom-Blase? Wir alle wissen ja, dass da natürlich Nvidia tatsächlich Geld verdient, was ja bei vielen Unternehmen nicht so war. Aber wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung neuer Technologien anschaut, sieht man, dass am Anfang immer die Erwartung zu hoch ist. Dann wird diese Erwartung enttäuscht und dann wird sozusagen der Game Changer erstmal unterschätzt, der sich dann später erst entwickelt. Ich glaube, vielleicht könnte es diesmal auch so ähnlich sein, dass diese Euphorie da ist. Muss ja nur einer KI sagen und dann springen schon alle drauf. Investoren packen ihr Geld aus und sagen, also schicken Aktien 50-80% an einem Tag nach oben. Das wäre natürlich auch ein Szenario, nicht? Also dass wir Enttäuschung erstmal sehen, dann entsteht ein zu großer Pessimismus in Sachen Game Changer. Wir haben jetzt ja großartigerweise Google gesehen, die dann, wenn du da Gemini gefragt hast, ja, diese Bild-KI, zeig mir mal einen Wehrmachtssoldaten, dann war das entweder ein dunkelhäutiger oder ein chinesischer oder asiatisch aussehender. Und wir alle wissen ja, dass die deutsche Wehrmacht tatsächlich nur aus Dunkelhäutigen und Asiaten bestanden hat. Mhm. Da sieht man ja schon sozusagen ein bisschen, dass da natürlich ein gewisses Mindset in die KI einfließt. Und aus meiner Sicht ist eben KI so zwischen großartig und super schlecht. Ne? Ja. Manchmal ist sie großartig und dann ist sie wieder super schlecht. Aber ich denke, du brauchst halt in der realistischen Anwendung, in der Industrie etc., brauchst du halt Zuverlässigkeit. Und die ist nicht gegeben. Auch bei Copilot zum Beispiel, diesem Tool bei Microsoft Office, wenn du dem sagst, mach mir mal eine Präsentation über das und das, dann siehst du da immer wieder komplett falsche Fakten drin.
Ja. Und die Leute zahlen schon Geld dafür. Ne? Also wo ich mir denke, so, hey, dafür Geld zahlen, das finde ich ein bisschen übertrieben. Wie seht ihr die ganze Geschichte? Komm, lass mich dir die vielen Möglichkeiten von XTB zeigen. Raphael? Ihr kennt euch? Raphael investiert in Gold und Anja wählt lieber Aktien. Und Indizes. Bei XTB findest du alles, was du zum Investieren brauchst, in der intuitiven App. Mit XTB können Sie in über 5.800 Finanzinstrumente investieren. Und Sie? Wofür werden Sie XTB benutzen? Investments sind nicht für jeden geeignet und bergen Verlustrisiken. Ja, tatsächlich. Also ich glaube auch, das ist noch alles nicht ausgegoren. Auch hätte ich gern mein Buch lieber von der KI schreiben lassen, hätte ich 2 Jahre Lebenszeit gespart. Aber was dabei rauskommt, ist tatsächlich Schrott, muss man ganz klar sagen. Und wir sehen ja dieses Woke, du hast es diplomatisch ausgedrückt, aber es wird ja versucht, eine Ideologie und eine Woke-Ideologie in diese KIs reinzubinden. Da darf man ja nichts politisch Unkorrektes sagen. Da ist ja alles sozusagen unter der Regenbogenflagge geframed. Und das ist natürlich eine brandgefährliche Entwicklung auch für den politischen Diskurs, wie ich finde. Das ist ein ganz anderes Thema. Wie gefährlich ist die KI? Aber im Ende, wir haben noch gar keine KI, wenn wir mal ehrlich sind, Markus und Jens, ne? Weil wir haben momentan nur ein Gedächtnis des Internets, was halt Wissen wieder ausspuckt, was wir schon generiert haben über das Internet. Eine KI wäre ja praktisch selbstlernend und da sind wir noch weit weg davon. Ich glaube tatsächlich, eine KI könnte auf jeden Fall viel bringen, aber ich glaube auch, dass natürlich die Euphorie gerade groß ist. Ich glaube nicht, dass es so ein Trend, so ein Investment-Trend ist, wie es bei Wasserstoff und Lithium und Global New Energies und so weiter, ne, die dann irgendwann nach 1-2 Jahren abebben. Oder ESG war ja auch so ein Scam, wo man dann die Leute reingetrieben hat und dann haben sie alle eigentlich Geld verloren, weil ESG-Investments schlecht performt haben als der MSCI, aber KI wird da bleiben, würde ich jetzt mal sagen, so wie Bitcoin. Bitcoin wurde ja auch jahrelang unterschätzt, ne? Und ist das erfolgreichste Investment oder das erfolgreichste Asset und auch letztes Jahr wird da alles outperformt und siehe da, die Wall Street hat es jetzt sogar geadelt und umarmt, indem sie jetzt den Spot-ETF zugelassen haben. Also deswegen, KI würde ich nicht abschreiben, würde ich jetzt beobachten und Nvidia ist für mich jetzt natürlich eine komplette Übertreibung, für mich persönlich, aber ihr wisst ja, der Markt kann schneller oder länger falsch liegen oder eskalieren, als man selber liquide ist und deswegen, der, wo sich jetzt getraut hat, damals Nvidia zu kaufen und noch hat, kann es natürlich glücklich schätzen, aber auch da würde ich mal den Einsatz rausziehen oder auch mal Gewinne mitnehmen oder absichern auf jeden Fall. Genau, und als Trader ist mir ja egal, der Trend ist your friend, ob der Trend jetzt richtig ist oder falsch ist. Also ich glaube, wenn wir KI haben, wenn sie wirklich intelligent wäre, würde sie keine Nazis mit schwarzer Haut machen. Das ist, glaube ich, die Antwort genug. Sondern würde sie dann selber richtig machen. Das sind die schlimmsten Nazis, gell? Die linken Nazis. Ja, die schwarzen Nazis, ne? Aber der Trend ist da und Nvidia spricht für sich selber. Und wer hätte mich gefreut, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren einzusteigen? Und solange die Trends noch da sind, springe ich doch gerne auf. Ich muss bloß immer bereit sein, wie immer an der Börse, auch irgendwann mal zu gucken, wenn der Trend dreht, dass ich mit Stop-Loss abgesichert bin. Und Bewegung suche ich, was anderes suche ich nicht als Trader. Und wenn es weiter nach oben geht, ist mir egal, ob der Trend KI heißt oder Pusemuckel oder was es noch so alles geben könnte. Oder DAX. Jens, ich gebe dir recht, der Trend is your friend und deswegen sieht gerade auch alles bullish aus. Ne? Ich meine, Deutschland hat die schlechteste Regierung aller Zeiten. Wir haben katastrophale Zahlen. Trotzdem brummt der DAX von einem All-Time-High zum nächsten, weil der Trend is your friend. Wir haben viel Liquidität auf der Seitenlinie und da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Da warst du ja auch, Markus, ein bisschen zu bearish in letzter Zeit. Ne? Wir sehen einfach, die Liquidität ist den Banken gegeben und solange die Liquidität da ist, bleibt der Ball im Spiel und treibt die Märkte weiter nach oben. Jetzt haben wir natürlich im März, wie ich finde, 2 entscheidende Punkte. Wir haben einmal, wir sehen ja Reverse Repo und wir sehen natürlich auch, dass das BTFP-Programm der Fed am 11. März auslaufen soll. Das könnten beides Gamechanger sein, wenn die Liquidität zu Ende geht. Mal gucken, ob sie es wirklich durchziehen. Und deswegen glaube ich, dass der März ein entscheidender Monat ist. Ich habe ja auch Anfang des Jahres gesagt, dass ich glaube, ich im ersten Halbjahr erwarte ich eine Korrektur an den Märkten. Das wäre auch mal gesund, wenn wir mal durchatmen würden. Also ich erwarte nicht einen Mega-Crash, aber einfach mal eine Pausephase, einfach mal ein Durchatmen, damit wir dann neue Kraft generieren können, um weiter nach oben zu steigen. Aber momentan ist alles auf grün. Die Ampel ist ganz grün, nicht politisch grün, sondern für die Märkte grün, also dollargrün. Und da sehen wir ja auch, dass dann Bitcoin liquiditätsgetrieben von einem hoch zum nächsten steigt. Das ist ja genau der entscheidende Punkt vielleicht mit Liquidität, nicht? Also und da kommen wir dann zu dieser Zinsfrage und vielleicht auch eben das verquickend mal mit Bitcoin. Wie soll die Fed die Zinsen senken, wenn du so eine Euphorie am Markt hast und sozusagen solche Phänomene entstehen wie Supermicrocomputer, dann 80% an einem Tag steigen oder so, ja? Das heißt, die Märkte verhindern
selbst, dass die Fed die Zinsen senken kann. Ne? Wie soll sie die Zinsen senken, wenn so viel Liquidität im Markt ist? Du hast vorhin schon angesprochen, die Reverse Repos, also praktisch eine Liquidität, die Fed schafft, damit normalerweise institutionelle Player dann Anleihen kaufen. Ja. Das Volumen wird jetzt in Richtung Null gehen, Richtung März bis Juni um und bei. Also dann ist dieser Spaß vorbei. BTFP hast du genannt. Das heißt, du hast jetzt so eine Situation, wo unfassbar viel Liquidität da zu sein scheint, die droht aber zu versiegen. Und Bitcoin ist nach meiner Auffassung eben ein Liquiditätsasset. Als Bitcoin sein Allzeithoch erreicht hat, hat die Fed die Zinsen auf Null gesenkt, Quantitative Easing betrieben. Im Grunde ist auch Bitcoin ein Maßstab dafür, dass letztendlich die Zinsen nicht runtergehen können, weil man stellt sich mal vor, die Fed würde jetzt die Zinsen noch senken in diese Euphorie hinein. Wo soll das hinführen? Wir sehen ja, dass die Inflation. Markus, das ist aber doch das Narrativ momentan. Ich meine, alle erwarten doch gerade, alle haben gerade den Trade, eigentlich Anleihen sind ein sicherer Hafen, die muss man jetzt wieder kaufen. Alle erwarten jetzt eigentlich eine Rezession. Keine Rezession, also ein Soft Landing. Alle erwarten Zinssenkungen. Erst war es März, gut, jetzt war es dann irgendwann Juli. Aber was passiert, wenn im Sommer vielleicht sogar die Fed sagt, hey, du hast vollkommen recht, also die ganzen Daten sehen gar nicht so inflationär aus. Vielleicht müssen wir doch irgendwie, also sehen inflationär aus, vielleicht müssen wir doch irgendwie die Zinsen sogar erhöhen, dann würden die ganzen Investoren auf dem falschen Fuß erwischt werden. Aber nochmal zu, weil du auch Internetcomputer genannt hast, SMCI, ich meine, ganz ehrlich, so ein Chart oder auch Nvidia, ich meine, das sind exponentielle Chartverläufe, die enden immer gleich, das wissen wir alle hier im Chat, oder? Also das ist nicht langfristig. GameStop. Ja, es ist so. Also alle. Ne? Also wir brauchen jetzt eher mal vielleicht eine Ruhepause. Aber Fakt ist, alle erwarten irgendwie, dass die Party weitergeht. Und ich sehe keinen Anlass, dass die Fed jetzt die Zinsen senken könnte. Ja, interessant. Die CPI zum Beispiel über 50 wieder. Also wir wissen, über 50 heißt Expansion. Ja, also die Wirtschaft wächst wieder. Also warum sollte die Fed jetzt die Zinsen senken? Sie würde diese Inflation, die Liquidität noch weiter nach oben treiben, dann hätten wir noch weitere Exzesse. Ja, hier interessanterweise hat ja Jerome Powell jetzt kürzlich gesagt, in der Pressekonferenz ist so ein bisschen untergegangen, aber eines der ganz großen Themen in den USA ist ja diese Migration, ne? Also die Border-Geschichte, Mexiko und so weiter. Und dann werden ja auch über soziale Medien Busse gezeigt von Migranten, die dann nach New York gefahren werden und dann sozusagen in Hotels untergebracht werden. Und die Obdachlosen sagen, ja, was ist mit uns? Also die einheimischen Obdachlosen. Und Jerome Powell hat interessanterweise gesagt, ja, die Migration, also die Einwanderung sorgt dafür letztendlich, das hat er so indirekt gesagt, nicht direkt, aber es war völlig klar, dass die Löhne nicht zu stark steigen. Weil du natürlich dann latent billige Arbeitskräfte hast. Und das ist sozusagen jetzt so eine Gratwanderung auch der beiden Regierungen. Das ist ja, glaube ich, ihr wundeste Punkt derzeit innenpolitisch, ist diese Border Security-Frage. Da gab es ja fast schon richtige Auseinandersetzung mit Texas und so weiter. Und auf der anderen Seite scheint es vielleicht sogar gewollt zu sein, erstens um die Löhne nach unten, also nicht zu stark steigen zu lassen. Und zweitens eben vielleicht dann eben potenziell auch demokratische Wähler mit ins Land zu holen. Und so sind diese Themen Inflation, Migration, US-Wahlen miteinander verknüpft auf eine bestimmte Weise, die ich hier für sehr spannend halte. Und wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, Marc, wie geht's mit Bitcoin weiter? Also wenn du dir die technischen Parameter anschaust, dann siehst du negative Divergenzen, dass es kracht. Ja? Also das heißt nicht, dass das noch weiter nach oben geht, keine Frage, ne? Aber es sieht schon, das sind so Divergenzen, die du schon gesehen hast oder die ich schon öfter gesehen habe, die früher oder später in eine sehr saftige Korrektur münden. Ja. Kannst du dich da anschließen, oder? Ja, also wir haben ja auch bei SMCI gesehen, an einem Tag 30% abgestürzt, ne, nachdem wir da nach oben gesqueezed sind fast schon. Also sagen wir, bei Bitcoin über 50.000 Dollar sind, ist erstmal alles safe und ich erwarte tatsächlich weiter erstmal steigende Kurse. Gesünder wäre es natürlich, wenn wir mal durchatmen würden, wenn man mal ein bisschen zurückkommt. Aber wir sehen einfach die unglaubliche Nachfrage an der Wall Street. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Newsletter dazu veröffentlicht, dass wir praktisch ja momentan pro Tag
entstehen durch durch den Proof-of-Work-Konsensus, entstehen momentan 900 Bitcoin, werden am Tag emittiert und die Nachfrage an der Wall Street ist 10-mal höher für die Spot-ETFs. Also da haben wir eine unglaubliche Differenz zwischen Angebot und Nachfrage und deswegen sehen wir ja auch, dass Bitcoin jetzt Richtung 55, 57, 60.000 Dollar gestiegen ist und gestern allein 8% und das könnte noch weiter anhalten. BlackRock hat gestern über 1 Milliarde umgesetzt und die Nachfrage nach Bitcoin ist einfach sehr, sehr groß an der Wall Street momentan und trifft halt auf ein niedriges Angebot. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir, solange wir über 50.000 Dollar sind, sind wir erstmal auf der sicheren Seite, dass die Party erstmal weitergeht. Jemand, der schon investiert ist, dem würde ich jetzt nicht noch empfehlen, weiter nachzukaufen. Jemand, der ein bisschen zocken möchte und noch gar nichts hat, kann natürlich mal eine erste Tranche setzen. Aber wir werden meiner Ansicht nach neue All-Time-Highs sehen. Und die Frage ist halt nur vor dem Halving, was ja im April stattfindet, da wird dann diese Belohnung, die alle 10 Minuten gegeben wird, von 6,25 auf 3,125 halbiert. Deswegen ist ja das auch ein deflationäres System und ein endliches System, Bitcoin. Und das habe ich auch im Buch soweit beschrieben, wenn es jemand nochmal nachlesen möchte. Und dahingehend bin ich jetzt erstmal bullish, weil, wie du gesagt hast, die Liquidität ist gegeben, der März ist entscheidend. Was passiert mit Reverse Repo, was passiert mit dem Bank Term Funding Program, der Fed, werden sie es wirklich auslaufen lassen? Und daran hängt eigentlich alles, weil Geld regiert die Welt. Wir brauchen Liquidität, alles ist liquiditätsgetrieben. Ohne Liquidität haben wir keine steigenden Märkte, weder bei Bitcoin noch am Aktienmarkt. Deswegen vollkommen richtig, die Korrelation ist gegeben, Markus. Und wenn die Liquidität versiegt, wird natürlich auch Bitcoin ganz schnell abverkauft werden. Da wird man dann deutliche Rücksätze sehen, die man dann aber auch langfristig nutzen kann, um nachzukaufen. Ich habe eine Frage an dich. Wir sagen ja eigentlich alle nur noch Bitcoin, obwohl der eigentlich der Oberbegriff Krypto ist. Wie siehst du denn die anderen Kryptowerte, die es noch alles gibt? Ich habe mir heute mal angeschaut, was wir alles haben und ich habe Namen gehört, die ich heute zum ersten Mal gehört habe. Es gibt auch noch Gala, Phantom, Litecoin kennen wir alle, Ripple kennen wir alle, aber es gibt über 40 Werte, die allein bei XTB handelbar sind. Wahrscheinlich gibt es hunderte von Kryptowerten. Warum alles nur Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin? Was hältst du von den anderen Kryptowerten? Ja, es gibt einen Grund, warum ich ein Bitcoin-Buch geschrieben habe. Und insgesamt gibt es über 20.000 Kryptowährungen. Und das Besondere an Bitcoin ist halt, dass Bitcoin der einzige dezentrale Coin ist, hinter dem eben keine Privatperson steht, kein Mensch steht, kein Unternehmen oder keine Stiftung steht. Das heißt, man hat das schwächste Glied der Kette, nämlich den Menschen, herausgenommen. Also Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, hat einfach 2000 Jahre Geldgeschichte sich angeschaut. Das, was ich im Buch übrigens auch gemacht habe und mir überlegt habe, warum stirbt Geld eigentlich immer und immer wieder? Und siehe da, im Durchschnitt hält ein Geldsystem 80 bis 100 Jahre, also so die Lebenszeit eines Menschen ungefähr. Und wer ist derjenige, der immer wieder die Geldsysteme den Todesstoß versetzt? Sind immer wir Menschen, weil irgendwo ein Kaiser, ein Diktator oder ein demokratisch geführter Wähler anfängt, das Geldsystem zu inflationieren. In einem Goldstandard dann, Entschuldigung, Frosch im Hals, ich habe zu viel geredet heute, im Goldstandard zum Beispiel durch eine Art Münzverschlechterung oder Coin-Clipping, dann im Fiat-Geldsystem durch die Druckerpresse und da sieht man einfach, immer wieder wird dieses Geldsystem ausgehebelt, dann kommt die Inflationierung, dann gibt es Unruhen, Armut, Revolution, Krieg und dann fängt man wieder an mit einem neuen, fixen, guten Geldsystem, was basiert auf Gold zum Beispiel. Und Satoshi Nakamoto hat es erkannt und hat gesagt, okay, wir müssen ein Geldsystem schaffen, was erstens endlich ist, also limitiert ist und zweitens, wo kein Mensch ist, weil der Mensch neigt dazu, zu korrupt zu sein oder zu emotional zu handeln oder das Geldsystem irgendwann auszuhebeln, indem es inflationiert. Und deswegen ist Bitcoin das einzige System, hinter dem halt keine Notenbank steht oder keine Partei steht. Und da muss sich jeder Zuhörer halt die Frage stellen, wem vertraut er mehr? Der EZB mit der Frau Lagarde an der Spitze, die von niemandem demokratisch legitimiert wurde und gut, die hat Geldwäsche vor Bestrafung und deswegen auch das ist Qualifikation, Marc. Genau, das war wahrscheinlich der Grund, warum... Ich weiß, wovon sie spricht. Ja? Ja, nein, genug Bashing. Und, oder glaubt man einem System, wo das schwächste Glied der Kette, der Mensch, herausaddiert wurde, was praktisch rein auf einem Naturgesetz der Mathematik basiert, einem Algorithmus, der alle 10 Minuten funktioniert seit 15 Jahren und der das erfolgreichste Asset im Laufe der Geschichte der Menschheit geschaffen hat, nämlich Bitcoin. Auch letztes Jahr war es ja wieder ein Outperformer und da muss ich sagen, klar, dann nehme ich Bitcoin. Der ist dezentral. Alle anderen Kryptowährungen, Jens, die sind zentral. Da steckt irgendeine Privatperson dahinter. Da läufst du Gefahr, dass da irgendwie auf den Knopf gedrückt wird, dass
dann die Menge erhöht wird oder dass jemand mit den ganzen Coins abhaut, also ein Exit-Scam oder dass da einfach eine Fehlentwicklung stattfindet, wie bei Startups. Und man kann natürlich zocken. Es gibt gute Altcoins tatsächlich, da kann man dann gut Geld verdienen, wenn man auf die richtigen setzt. Aber wer langfristig gut Geld anlegen möchte vor Liquiditätsausweitung oder beziehungsweise als Schutz vor Inflation und Idiotie der Politik, der sollte sich auf einen dezentralen Coin konzentrieren und das ist Bitcoin. Jetzt aber mal eine Frage, wenn ich da einhaken darf. Im Grunde ist das ja eine Art Misstrauensvotum auch gegen Fiat-Geld und die dahinterstehenden Notenbanken. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, das Bedürfnis, dezentrale Werte zu schaffen, die nicht von einer Notenbank irgendwie gesteuert und manipuliert werden können. Auf der anderen Seite ist es aber ein Glaubenssystem, weil kaum jemand zahlt ja mit Bitcoin, sag ich mal. Ne? Du gehst ja normalerweise nicht in den Laden und zahlst jetzt mit Bitcoin. Beim Fiat-Geld hast du ja sozusagen immerhin einen Staat mit seiner Wirtschaftsleistung dahinter. Ne? Also der Staat oder ich sag mal, der Währungsraum, da ist eine Wertschöpfung, eine Wirtschaftsleistung, die dem Geld eine gewisse Deckung gibt. So, wenn ich jetzt also mit Bitcoin nicht zahlen kann, außer ich habe irgendwelche Drogengeschichten und so weiter, ne? Wo ist dann der Use Case? Dann kann ich sozusagen ja nur mit den Leuten in Aktion treten, die eben auch dasselbe Glaubensbekenntnis haben wie ich, nämlich die sagen, ja, Bitcoin ist wertvoll, hat einen Wert. Ne? Das heißt, ich kann es ja in der Praxis wenig anwenden jetzt. Ne? Also ich kann ja nicht jetzt zum Bäcker gehen und meine Semmeln damit kaufen. Also bin ich ja darauf angewiesen in Sachen Wertsteigerung, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die das auch so sehen. Und nur mit denen kann ich tauschen. Da könnte ich ja im Prinzip auch sagen, ja gut, dann nehmen wir irgendwelche Sachen, die endlich sind, ne, oder die jetzt nicht unbegrenzt vermehrbar sind und die könnten dann auch unendliche Werte erreichen. Was weiß ich, besondere Steine, die bestimmte Muster aufweisen, ja, und die auch nicht, die es gibt auf der Welt, aber nicht unendlich. Da könnt ihr auch sagen, oh geil, ne, siehst du? Hatten wir alles mal. Ja, ist ja alles schon da gewesen. Also aus meiner Sicht ist es schon eine Religion und ich merke auch, wenn ich mal Kritisches zu Bitcoin sage eben, weil ich finde, es ist ein Hype-Asset eben auch, ja, und ein Liquiditäts-Asset, das dann vor allem nach oben gespült wird, wenn Liquidität da ist und diese Euphorie da ist. Wenn aber Liquidität weggeht, ja, also wenn sozusagen das Grundprinzip, von dem du gesprochen hast, Deflation, wenn das sozusagen durch Bitcoin dann allgemein wird, dass wir wirklich deflationär unterwegs sind, dann hast du auch nichts mehr von der Begrenzung sozusagen. Ne? Und vielleicht gehen wir aufgrund der Exzesse auch der Notenbanken in eine übergeordnet langfristige Deflation aus Grund von Nachfragemangel. Und dann würde sozusagen die Begrenztheit des Bitcoin nicht zwingend mehr ein Vorteil sein. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich, ja. Aber Bitcoin hat ja die letzten Jahre eigentlich in jedem Bullenmarkt ein immer neues Hoch erreicht. Und natürlich ist er momentan abhängig von der Liquidität, aber es gibt eine unglaubliche Szene, es gibt eine Adaption, die wir sehen, auch jetzt durch die Adelung, durch die Wall Street. Ist das eine Adelung oder ist das eine gefährliche Umarmung, sage ich mal? Genau, also da bin ich eventuell bei dir. Ich sage auch, ich finde es ambivalent. Auf der einen Seite natürlich gigantisch, weil jetzt auf einmal Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices ohne Probleme in Bitcoin investieren können und dadurch auch oder auch Retailer ohne große Hürden in Bitcoin investieren können. Entschuldigung, es verschlägt mir schon die Sprache hier. Und dann können natürlich Milliarden reinfließen, das passiert ja momentan. Und auf der anderen Seite sage ich es auch, es ist wie Gandhi, ne? Also Bitcoin wurde am Anfang erst ignoriert, dann belächelt, dann wurde es bekämpft und zum Schluss gewinnst du. Und anscheinend ist Bitcoin wohl auf Stufe 3 oder 4, also man konnte es nicht verbieten, weil es dezentral war und hat es irgendwann umarmt. Und wegen der Adaption, ich meine, es gibt genügend Möglichkeiten, wo du Bitcoin einsetzen kannst. Also du kannst in Dubai Rolls-Royce kaufen, du kannst in Berlin Kaffee trinken gehen und in El Salvador ist es sogar offizielles Währungsmittel und weitere Staaten meiner Ansicht nach werden dem Beispiel folgen. Da bin ich ein großer Anhänger von Hayek, nämlich wir brauchen wieder einen Wettbewerb der Währungen oder des Geldes und Bitcoin ist Geld, nicht Währung. Also der Euro ist eine Währung, der hat alle Attribute eines Geldes in sich, außer halt der Speicherfunktion, also dass man praktisch Werte speichern kann und wir alle spenden ja oder investieren ja das Wertvollste und Raste, was wir haben, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit. Und wenn diese Lebenszeit gespeichert in Geld uns dann genommen wird durch Steuern und Abgaben, ist schon pervers und bitter, ne? Und Deutschland sowieso, weil wir die höchsten Abgaben haben.
Aber wenn es dann uns auch noch genommen wird durch Inflation, ist es Diebstahl. Da muss man sich halt wehren. Und da ist Bitcoin in den letzten 15 Jahren das schnellste Pferd im Stall gewesen. Und ich kann nur jedem raten, einen Teil seines Vermögens in Bitcoin zu investieren. Im Falle dessen, dass Bitcoin sich weiter durchsetzt. Und danach sieht es tatsächlich aus. Kann Bitcoin scheitern? Ja, natürlich. Ja. Wird der Euro scheitern? 100%. Ja. Und Fiat-Geldsysteme sind bisher immer gescheitert. Und wir sehen ja gerade, der Euro, den gibt es ja nur noch, weil die EZB bereit war, alle Maastrichter Kriterien zu brechen, weil wir die Bilanzsumme auf 8, 9 Billionen erhöht haben und weil wir einfach uns so durchschlängeln. Und offiziell hat der Euro jetzt schon 39,1% an Kaufkraft verloren in süßen 25 Jahren. Inoffiziell, Markus, wissen wir alle, gegenüber Aktien, gegenüber Gold oder Immobilien über 90%. Also eigentlich schon eine gescheiterte Fiat-Währung ist der Euro und gegenüber Bitcoin sogar 99,9%. Aber momentan, wenn du vor 10 Jahren hast du für einen Bitcoin eine Pizza bekommen, heute bekommst du den Tesla 3 in der besten Ausstattung. Deswegen würde ich mich natürlich hüten, jetzt ein gutes Geldsystem auszugeben. Aber es gibt genügend Bitcoin-Marktkosten, Maximalisten, die Bitcoin jeden Tag einsetzen und jeden Tag verwenden. Auch ich akzeptiere in meinem Webshop zum Beispiel Bitcoin und viele andere auch. Und es wird immer mehr. Also du kannst teilweise Steuern zahlen und so weiter. Deswegen, da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Deflation könnte eine Gefahr sein. Die größte Gefahr vielleicht ist ein Goldstandard für Bitcoin, weil dann hätten wir wieder ein archaisches Gut, das die Menschen eigentlich seit jeher kennen und auch vertrauen. Also anscheinend auch die Notenbanken sind ja große Fans von Gold und kaufen so viel Gold wie schon lange nicht mehr, weil sie wohl ihrem eigenen Produkt, dem Papiergeld, auch nicht mehr trauen. Und nee, also in Relation zur Bilanzsumme kaufen sie nicht mehr. Ne? Also die kaufen mehr Gold, aber die Bilanzsummen sind ja auch, wenn du dir das mal anschaust, hast du in recht. Relation haben sie sogar eine Untergewichtung in Gold. Genau, aber nur weil halt die Geldmenge so stark steigt, weil sie immer mehr Geld drucken, das stimmt natürlich. Es ist aber ein Hedge natürlich und Fakt ist, ein Goldstandard würde Bitcoin wahrscheinlich gefährden. Ob wir jetzt in deflationäre Phase kommen, wird sich zeigen, aber ich bin ja ein Freund von Diversifikation. Also ich finde, man sollte in inflationären Zeiten oder in unsicheren Zeiten, ganz klar, sollte man limitierte Werte haben, also limitierte Werte durch Natur oder limitiert durch die Mathematik. Und deswegen sind Aktien für mich ein Must-Have im Portfolio. Also auch Rohstoffe finde ich großartig momentan, weil die historisch günstig bewertet sind. Emerging Markets finde ich spannend, aber auch Gold, Münzen, Silber, Diamanten, Wald, Uhren, was es da gibt. Oder halt eben Bitcoin als digitales, rares Gut oder digitaler Rohstoff. Und wir sind erst ganz am Anfang, weil immer auch überlegen, wer hat denn schon Bitcoin in eurem Bekanntenkreis? Und wenn es die wenigsten sind, dann ist es auf jeden Fall antizyklisch gut, dazu investieren. Und ich würde natürlich Rücksätze gerne auch nutzen, um Bitcoin nachzukaufen, aber momentan kennt der Kurs nur eine Richtung. Ist es nachhaltig? Nein, er wird auch irgendwann zurückkommen, aber es kann ganz schnell eskalieren. Wir hatten gestern eine $5,000-Candle. Ja, ich möchte daran erinnern, vor 5 Jahren war Bitcoin bei $5,000 und wir haben gestern ein $5,000 hinzugewonnen. Also es wird auch Tage geben, meiner Ansicht nach, wo wir auch fünfstellige Bewegungen bei Bitcoin sehen werden, weil es halt meiner Ansicht nach ein sehr überlegenes digitales Asset ist. Aber wir waren ja auch schon auf 60 und sind dann wieder 70 um und bei. 70, ne? Aber also, sogar. Kannst du auch haben. Ne? Also, ja, hoffentlich. Aber jedes Hoch war höher als das vorherige Hoch. Du musstest im Schnitt einfach knapp 4 Jahre warten bis zum Halving. Und wenn wir jetzt zum Beispiel vor dem Halving, also dieser Halbierungsprozess der Bitcoin-Belohnung, ein Hoch erreichen würden, wäre das ein Novum. Das war noch nie der Fall. Und dann könnten wir vielleicht auch jahrelang kein neues Hoch sehen, weil dieser Bruch da wäre. Jetzt müssen wir abwarten. Ich glaube, März wird tatsächlich entscheidend für alle Märkte, was passiert mit der Liquidität in den USA. Dann natürlich Trump ist auch ein Thema, ne? Wird er gewinnen? Wahljahre sind eigentlich immer gute Börsenjahre, aber vielleicht wird dieses Jahr mal alles ein bisschen durcheinander geschüttelt. Und wenn das Bank Term Funding Program ausläuft oder Repo und so weiter, dann können es Probleme geben, weil wir wissen ja auch, die Banken in den USA haben gigantische Verluste in ihren Büchern, die fast 1 Billion also Dollar sind, also Trillion in USA, Billion in Deutsch. Und das sind schon Summen, die sich angehäuft haben. Deswegen hatten wir ja schon die ein oder andere Bankenkrise oder Bankenrettung. Ich würde aber Bitcoin nicht als Zahlungsmittel sehen. Das ist ein Anlagemittel, so wie eine Aktie. Du kannst auch mit einer Aktie, Deutsche Bank, Tesla, Nvidia, nicht zu deinem Bäcker gehen oder zu einem Autoverkäufer und dann damit bezahlen. Der wird in der Regel auch einen Vogel zeigen. Also kein Zahlungsmittel unbedingt, vielleicht in 3 oder 5 Jahren oder noch länger, aber Anlagemittel. Eine kleine Vokabel, einfach mal eine andere Perspektive einnehmen und alles kann ganz anders aussehen. Vielleicht nochmal zu den Rohstoffen, Marc, die du erwähnt hast. Die sind ja eigentlich nicht jetzt gut gelaufen. Ne? Also im Grunde haben wir zwei Erzählungen. Wir sehen, dass der Trend der Inflation, und das sieht man zum Beispiel bei kleinen, bei Small Businesses in den USA,
Da sagen jetzt 40% der Unternehmen, ja, also wir erwarten steigende Preise und höhere Löhne. Ne? Vor kurzem waren es noch 20%. Das heißt, das sind so, und man kann die Inflationskurve mit den Small Businesses Erwartungen wirklich übereinanderlegen und sieht, das ist ein super Vorläufer. Normalerweise sagen uns die Charts jetzt, die Inflation zieht wieder an. Auf der anderen Seite müssten dann ja die Rohstoffe anspringen, was sie nicht tun. Ne? Genau. Also wir haben hier offenkundig, wir haben total unterschiedliche Märkte. Wir haben auf der einen Seite an den Aktienmärkten zwei Märkte. Einmal KI und den Rest. KI sagt, egal, Zinsen interessiert mich nicht. Ja, ewiges Wachstum, es wird eine heile Welt entstehen. Und dann hast du die anderen Aktien und das sind 99,9%, nämlich außer diesen Magnificent Five inzwischen, also Tesla und Apple ist ja fast schon raus, die sozusagen überhaupt nicht so gut laufen. Das heißt, du hast innerhalb des Aktienmarktes schon eine Zweiteilung. Dann hast du die Zweiteilung Anleihemärkte, die mit den Renditen ja latent wieder nach oben gehen, schon aufgrund des Angebots von Staatsanleihen, die auf den Markt kommen wegen der massiven Verschuldung. Dann hast du die Rohstoffmärkte, die auch sagen, also ich sehe keinen Boom und ich sehe auch keine Inflation. Irgendwie passt das nicht zusammen. Und irgendwo muss da mal eine Erklärung reinkommen. Dann hast du Liquiditätsasset wie Bitcoin, die nach oben schießen. Also das sind die Situationen, mit denen wir jetzt in diesem Jahr konfrontiert sind, die ein Gamechanger sein können. Denkst du, dass Trump gewinnt und dass wenn die, also es sieht ja so aus, dass Haley jetzt praktisch keine Chance mehr hat, also diese Gegenkandidatin, die bleibt wahrscheinlich nur drin, damit sie für den Fall, dass er doch verurteilt wird und dann Probleme hätte anzutreten, dann bereitsteht. Aber ansonsten ist es zumindest nach jetzigem Stand ja wahrscheinlich, dass er gewinnt. Was würde das bedeuten? Im Vorfeld kann ich mir vorstellen, die Aktienmärkte würden steigen. Weil Trump ja schon versprochen hat, er macht Steuersenkungen für alle, jeder kriegt was. Ja. Jetzt haben wir eh schon eine Riesenspanne zwischen Einnahmen des Staates USA und eben den Ausgaben. Das heißt, die Ausgaben sind massiv höher als die Einnahmen. Wenn du jetzt noch die Einnahmeseite senkst, dann hast du natürlich von der Schuldentragfähigkeit des US-Staates schon mal ein ganz anderes Thema. Auf der anderen Seite würde er wahrscheinlich diesen fiskalischen Impetus, den du siehst durch die beiden Regierungen, der ja letztendlich zu dieser Inflation geführt hat und auch dazu führt, dass die Rezession noch nicht da ist. Was würde da passieren? Würde der das noch krasser machen? Er war ja jetzt auch nicht der Sparsamste, als er US-Präsident war. Was sagst du da? Ja, das waren viele Fragen. Ich fange mal mit einer an, da möchte ich ein bisschen ausholen. Da muss ich auch doch einmal kurz mein Buch in die Kamera halten. Hier, da ist es, das gute Ding. Sehe ich viel jünger aus natürlich. Wer es noch nicht hat, ist tatsächlich auch ein Bestseller. Bist doch viel hübscher auf dem Cover. Seit 4 Wochen, ja genau, absolut. Künstliche Intelligenz macht es möglich, selbst bei mir, Wahnsinn. Nee, Spaß beiseite. Ich habe da die Zyklen erklärt und auch das Ende von Pax Americana und das ist ganz wichtig. Also wir kommen jetzt in unsicheres Gewässer, das muss man einfach sich klar machen. Die Zeit mit Corona und so weiter ist eine Zeitenwende, ein Paradigmenwechsel und zwar wir werden mehr Volatilität erleben, mehr Turbulenzen, nicht nur an den Märkten, sondern auch geopolitisch. Und wir sehen das Ende von Pax Americana. Ich denke mal, das Spiegelbild dieser Entwicklung ist natürlich der greise Präsident Joe Biden, der offensichtlich Demenz hat und der andere Kandidat, der es wohl werden wird, ist ein 78-jähriger Herr namens Donald Trump. Und das Ende einer Friedenszeit bedeutet immer Unsicherheit, Stagnation, wirtschaftlich entweder Schrumpfung, also Rezession oder halt eben es geht so, weil die Unsicherheiten überwiegen. Und da sehen wir halt auch dann, dass wir von einer unipolaren Welt, wo wir alle wussten, der Hegemon USA bestimmt, wo die Reise lang geht, wo Demokratie eingeführt wird, im Notfall auch mit Waffengewalt. Und das ist eine Zeit der Sicherheit. Ne? Da gehen die Märkte nach oben, da läuft die Globalisierung. Und wenn man von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt reinläuft und der Hegemon wankt, dann kommt auch Deglobalisierung und das heißt, da werden Lieferketten eher schwierig, dann kommt Protektionismus und das erleben wir ja auch vor allem in China. China schwächelt ja auch, ne? Und deswegen haben wir momentan keine inflationären Tendenzen, sondern ganz im Gegenteil, deswegen auch die schwachen Rohstoffpreise, weil China ist immer noch die Werkbank und die Emerging Markets auch und wenn natürlich China und viele Nationen im Westen sind ja schon in der Rezession, ne? Also von Finnland bis Deutschland sind wir alle schon in der Rezession und so weiter.
Da brauchst du auch weniger Rohstoffe. Deswegen sind die Rohstoffe momentan natürlich günstig bewertet. Außer Uran war ja einer meiner Top-Tipps. Haben sich gut entwickelt. Aber ich glaube langfristig, wenn du dir anschaust, dass die Commodities gegen den S&P 500 auf einem Allzeittief sind, würde ich jetzt schon mal die ersten Tranchen setzen in Form, also ich bin großer Fan von fossilen Energieträgern. Ne? Also ich mache immer genau das Gegenteil von dem, was mir die sozialistische Regierung in Berlin oder Brüssel sagt. Das heißt, ich kaufe Öl. Da sind die Dividenden auch ziemlich sportlich schon und ambitioniert, also positiv. Dann kaufe ich Kohleaktien, ich kaufe Gas und ich kaufe Uran, aber auch seltene Erden, ich kaufe Metalle, weil all das brauchen wir natürlich, wenn diese ganzen Gehirnfürze der grünen Transformation, also diese ideologisch getriebenen Narrative wirklich umgesetzt werden müssen, brauchen wir extrem viel Energie und es klappt halt nicht mit einem Windrad aus dem Mittelalter, ne, oder mit Sonne, sondern da braucht man halt richtige Energie mit einem gewissen Schmelzgrad und natürlich auch braucht man unglaublich viele Metalle und diese Metalle werden eben nicht durch Luft und Liebe aus der Erde befördert, sondern brauchst du halt ein Cat, also Caterpillar, und die verbrauchen ungefähr 1000 Gallonen pro Fahrt. Ja? Also das sind schon einiges an Liter und die fahren halt nicht mit einer Batterie. Also da müssen wir uns erstmal ehrlich machen, dass diese ganze grüne Transformation natürlich unglaublich viel Energie braucht, unglaublich viel CO2 emittiert und das ist meiner Ansicht nach auch gut so, weil das bedeutet auch Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Durch Degrowth und den ganzen linken Spinnereien schaffst du nur Armut, Spaltung, Inflation und Krieg. Das muss uns ganz klar sein. Das heißt, wenn ein Buch wie Kapitalismus, wie hieß es von der Ulrike Herrmann irgendwie, genau, wenn sowas in die Bestsellerliste kommt, weißt du schon, spätrömische Dekadenz, der Abstieg ist uns sicher, wir werden jetzt auf jeden Fall Wohlstand abgeben müssen, wenn solche wirkliche Idiotien in die Bestsellerlisten kommen. Und jetzt haben wir halt eine Politik, ich muss noch mal kurz ein bisschen bashen, sorry für meinen Rant gegen unsere schlechteste Regierung aller Zeiten, das wird mein nächstes Buch wahrscheinlich, sorry, da passt es superlativ tatsächlich. Wenn man natürlich Ideologie über Vernunft setzt und perfekt funktionierende und wahrscheinlich die sichersten Atomkraftwerke der Welt abschaltet und denkt, man könnte mit Flatterstrom eine Industrienation wie Deutschland befeuern, dann ist man leider der Geisterfahrer auf der Energieautobahn. Aber wir haben ja so eine Hybris und so eine Arroganz, dass wir denken, ja, die entgegenkommenden Lichter, das sind nur Hinweise, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil die wollen uns den Weg leuchten. Nein, keiner folgt uns und es wird uns extrem viel Wohlstand kosten und Ansehen natürlich und wird die Gesellschaft noch weiter spalten. Und um diese steigenden Energiepreise, die wir jetzt schon haben, abzupuffern, muss man genau in die fossilen Energieträger investieren, weil da werden meiner Ansicht nach die Gewinne gigantisch sein, die Dividenden steigen, weil wir haben ja eine massive Underinvestments in den ganzen fossilen Energieträgern, Kohle, Bergwerke kannst du gar nicht mehr wegen ESG starten. Ne? Wir haben extrem viel Nachfrage. 85% der weltweiten Energie entsteht durch fossile Energieträger und durch Atomenergie. Aber jahrelang wurde nichts mehr investiert in Minen oder in Ölförderung, in Gasförderung. Und das siehst du ja auch in den USA, die ganzen großen Unternehmen, ja, also Chevron, Exxon, Shell, alle kaufen sie, andere Gasanbieter, andere Ölanbieter. Also glauben die wohl, dass fossile Energieträger doch noch eine Zukunft haben. Übrigens China, Indien auch, die werden nächsten 30, 40 Jahre weiterhin Kohle verfeuern. Also da, wenn es der ein oder andere grüne Wähler hier im Chat ist, tut mir leid, aber ich muss euch eine Wahrheit aufs Butterbrot schmieren. Wir werden noch sehr lange mit fossilen Energieträgern leben müssen und das ist auch gut so, weil die sind sehr energieeffizient und die haben uns unglaublich viel Wohlstand gebracht. Die haben den Wohlstand verhundertfacht und die Bevölkerung verzehnfacht in den letzten 250 Jahren und da kann kein sozialistisches System oder Planwirtschaft mithalten. Und wie gesagt, im Mittelalter war man froh, dass die Windräder irgendwann ersetzt worden sind durch die Dampfmaschine oder durch die Heizung und durch Öl und durch Gas und wir machen gerade genau das Gegenteil. Also das ist Idiotie meiner Ansicht nach, die hoffentlich bald eine Genesung findet, aber das ist halt die spätrömische Dekadenz, in der wir leben. So, jetzt bin ich mit meinem Rant erstmal fertig und deswegen würde ich tatsächlich antizyklisch in Rohstoffe, in fossile Energieträger investieren und die sind momentan gigantisch günstig bewertet. Können die noch weiterfallen? Ja, natürlich, Markus, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir eine Petrobras anschaue, die 17% Dividende zahlen und ein einstelliges KGV haben, dann muss ich, das ist ein No-Brainer für mich, dann sammle ich die einfach ein. Oder wenn ich mir ein Emerging Market anschaue, wie Brasilien generell, der historisch günstig gegenüber dem S&P 500 ist, aber Rohstoffe hat, eine gute Demografie hat im Gegensatz zu Westeuropa und zu Deutschland und so weiter, dann ist es für mich auch langfristig auf jeden Fall klar, dass ich in die Märkte rein will, wo Bevölkerungswachstum herrscht, weil Bevölkerungswachstum geht Hand in Hand mit Wirtschaftswachstum, weil die Leute wollen aufsteigen, die wollen essen, die wollen Auto haben, die wollen Fahrrad haben, die wollen iPad haben und die Welt will eher dahin, wo wir sind, nur wir sind so degeneriert, dass wir dahin wollen, wo die in Afrika sitzen. Wir wollen wieder in die 70er Jahre, wie Ulrike Herrmann sagt. Ne? Da müssen wir leider auf Autofahren verzichten und so weiter. Aber wir haben nicht mehr Kriegswirtschaft.
Also jetzt würde natürlich ein grüner Wähler einwenden, naja, siehst du, wir haben doch jetzt schon massive Energieproduktion durch alternative Energien. Nicht erkennend, dass sozusagen je mehr Windräder ich baue, die ja eine miese Effizienz haben, warum sind die Dinger so riesig groß? Und wenn du dann siehst, was für eine Leistung sie bringen, steht das in nicht so einem guten Verhältnis. Genau, aber noch ein Hinweis, Markus. Also die Rohstoffe sind so günstig. Warum? Erstens wegen der Deglobalisierung und wegen einer schwachen Nachfrage. China hat massive Probleme, also weniger Nachfrage bedeutet auch weniger Verbrauch und natürlich wegen hohen Zinsen. Das darfst du auch nicht vergessen. Allein, dass der Goldpreis noch bei über 2000 Dollar steht, ist natürlich gigantisch, weil normalerweise sind natürlich hohe Zinsen Gift für Gold zum Beispiel, aber auch für Bitcoin. Aber da sehen wir halt auch gerade so eine Art Abspaltung, Abnabelung. Also wahrscheinlich wird es ja so sein, dass wir bauen ja jetzt in Deutschland noch mehr Wind aus oder auf, ja, soll ja sehr, sehr stark noch hinzukommen, was dazu führen wird, dass sozusagen eine Art Inflation der Windkraftanlagen sich selbst kannibalisiert und die Ausschüttung für die einzelnen Windkraftanlagen nicht mehr ausreicht, um die wirtschaftlich zu betreiben. Dann muss der Staat die wieder subventionieren, was wir wiederum dann über unsere Steuern machen. Und natürlich sind die Energiepreise jetzt zwischenzeitlich gefallen. Allerdings sehen wir jetzt auch, dass die Strompreise wieder angehoben werden durch die verschiedenen Versorger. Also diese Zeiten, wo jetzt wir zwischenzeitlich mal billigere Energie hatten, die sind jetzt wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Das ist ein Effekt gewesen, der auch durch die warmen Winter natürlich, wir waren schon im Februar, hier in Hamburg, kein einziger Tag irgendwie tagsüber unter Null. Ne? Also kälteste Monat im Jahr eigentlich. Aber da bin ich natürlich nicht weit von dir entfernt, dass man eigentlich, wenn man klug wäre, sagen müsste, okay, wir haben die erneuerbaren Energien und dann haben wir moderne Atomkraftwerke und die neueren, wie die im Emsland oder das im Emsland, das konntest du super schnell rauffahren ohne großen Aufwand. Und dann hast du diese Grundlast eben abgedeckt, die du brauchst, wenn du zu wenig Wind und zu wenig Sonne hast. Aber das ist aus ideologischen Gründen gescheitert und wird jetzt nicht mehr gemacht. Da sind wir wirklich so ein bisschen der Geisterfahrer, glaube ich, der einfach aus so einer Reinheitsideologie, ja, also mit der Entsorgung, das ist so ein Riesenproblem und so weiter. Das ist ja auch ein Problem, aber das Problem wird jetzt auch kleiner durch verbesserte oder dass man immer weniger Atommüll einlagern muss etc. Also das ist schon ein Prozess, der eben dazu führt, wenn wir da nochmal auf Deutschland kommen, der uns natürlich benachteiligt, auch gegenüber den USA, wo Energie eben deutlich günstiger ist. Wenn du hier Firmen fragst, dann sagen die, wir haben mit dem Lieferkettengesetz Riesenprobleme, weil wahnsinnig viel Bürokratie und wir haben die Unsicherheit über Energiepreise und dadurch investieren wir eher nicht in Deutschland und du siehst, dass Geld systematisch aus Deutschland rausgezogen wird, nicht nach Deutschland fließt, sondern seit Jahren, jetzt seit 2, 3 Jahren geht Kapital raus und das ist immer ein schlechtes Zeichen, ja. Also wenn du eine Situation hast, wo eben Geld abgezogen wird. Und du hast vorhin gesagt, solche Länder wie Indien zum Beispiel, die wollen wachsen. Indien hat beschlossen, seine Kohleproduktion und damit faktisch auch seinen CO2-Ausstoß massiv nach oben zu fahren, weil die gar keine andere Möglichkeit haben. Die müssen ihre Bevölkerung irgendwie versorgen. Und das, was die sozusagen in wenigen Jahren dadurch mehr an CO2 emittieren, können wir gar nicht einsparen. Die verbrauchen jetzt schon jetzt 7% des weltweiten oder emittieren 7% des weltweiten CO2. Also kann die Lösung nur sein, dass wir Technologien finden, damit die das anders machen. Exakt. Wenn wir uns hier sozusagen reinmachen, das ist ja wie so eine Reinheits-, wir müssen CO2 frei, warum? Ja? Also wenn mir einer sagen kann, was das für einen Unterschied macht, wenn wir in Berlin kein CO oder in Deutschland kein CO2 Null. Emittieren und die Null. Anderen dafür das Doppelte, dem Klima ist es wurscht, ob das aus Berlin kommt oder München oder Exakt. Eben aus Shanghai oder aus Kalkutta, ja. Genau, es ist nicht rassistisch. Ja. Nee, also bin ich ganz bei dir. Ich glaube eher, der Kapitalismus ist die Lösung, weil nur im Kapitalismus werden Innovationen hervorgebracht. Und überleg dir mal allein die letzten 100 Jahre oder die letzten 20 Jahre, was wir erreicht haben. Das heißt, nur wenn genug Kapital da ist, um Innovationen voranzutreiben, wenn es freie Märkte gibt, wenn es weniger Staat gibt, niedrige Staatsquote gibt, dann werden wir auch die kommenden Probleme und Krisen natürlich lösen durch Erfindungen, durch eine verbesserte Umwelttechnologie etc. pp. Wahrscheinlich werden wir irgendwann auch mal die Speicher
finden oder erfinden, die man jetzt benötigen würde für die erneuerbaren Energien, die aber momentan nicht vorhanden sind. Und da bin ich auch bullisch. Der Mensch ist immer dann am stärksten, wenn er eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht, dann wird er eigentlich ziemlich innovativ und kreativ. Und da bin ich einfach extrem bullisch. Überleg dir mal, wie gesagt, seit der Revolution mit der Dampfmaschine, was wir erreicht haben. Und nochmal, ich kann die Zahlen nur mal wiederholen. Der Wohlstand hat sich vertausendfacht, ja, und die Lebenszeit des Menschen ist deutlich höher als vor 250 Jahren. Ich glaube, keiner würde gerne freiwillig in die 70er zurück oder ins 1850er zurück, weil wir sind so gut, wie es aktuell uns geht, ging es uns noch nie. Ja, und auch weltweit sind viele Menschen aus der Armut gehievt worden. Allein in China durch den Kapitalismus 800 Millionen Menschen. Also das schaffst du mit dem Sozialismus nirgends. Ich meine, wenn der Sozialismus und die Planwirtschaft so erfolgreich wäre, dann müsste ja Venezuela oder die DDR die erfolgreichsten Modelle sein, sind sie aber nicht. Und deswegen China hat ja nur Erfolg gehabt, weil man eben diesen Weg, also formal kommunistisch, aber faktisch ja kapitalistisch, gewählt hat. Und was aus meiner Sicht hier schiefläuft, ist eben, dass erstens die Leute merken, wir sind jetzt auf dem Ziel und jetzt geht's bergab. Also dass sozusagen die Perspektive, wenn du selber Kinder hast, was wir ja haben, dann musst du dir schon die Frage stellen, wird es meinen Kindern besser gehen als mir? Und da habe ich Zweifel und diese Zweifel hatten meine Eltern nicht. Genau. Beispiel, ne? Aber diesmal aber ganz klar, in Deutschland auf jeden Fall, deswegen gehen ja auch viele. Wir sehen ja eine Deindustrialisierung, wir sehen ja Unternehmen bauen Arbeitsplätze. Warum sehen wir die? Weil eben Habeck sozusagen, oder das, was hinter Habeck steht, ist die Vision, die ein Staat hat. Wir wollen das. Und diese Vision wird umgesetzt mittels einer dirigistischen Politik. Die Unternehmen sollen sozusagen zu Erfüllern der staatlichen Vision werden, statt zu sagen, okay, Leute, wir geben übergeordnet, haben wir ein Ziel. Wir wollen doch alle irgendwie einigermaßen mit der Umwelt gut umgehend leben können. Ja. Also lasst uns Marktmechanismen finden, mit denen das am besten geht. Genau das passiert aber nicht, sondern du hast im Grunde eine Art planwirtschaftlichen Ansatz. Ne? Und das ist genau der Grund, warum China jetzt wieder da ist, wo sie oder warum China jetzt diese Probleme hat, weil unter Xi Jinping eben auch dieser planwirtschaftliche Ansatz. Genau, und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück wegen Trump. Ja? Also meiner Ansicht nach wird Trump gewinnen. Ja? Also ich sehe keinen Kandidaten bei den Demokraten, der irgendwie Trump die Stirn bieten kann, außer vielleicht Michelle Obama. Mal gucken. Aber Trump wird gewinnen. Was bedeutet das für die Märkte? Also die Presse wird natürlich austicken, denen wird der Kopf explodieren, die Börse wird es abfeiern, ne? Weil Trump war jetzt nicht der schlechteste Präsident für die USA, um es mal nochmal auch in Retrospektive zu sehen. Die reinen Daten zeigen ja, er hatte Friedensgespräche mit Nordkorea begonnen. Ne? Also es gab keine geopolitische Auseinandersetzung, hat keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen und der Wirtschaft ging es jetzt nicht unbedingt schlechter. Dann kam halt die Corona-Krise. Ne? Und er ist ja total liberal. Das heißt, er möchte ja eigentlich weniger Staat haben und mehr Markt, weil er ja überzeugter Kapitalist ist und Milliardär. Das bedeutet, für Bitcoin wäre es positiv. Er hat sich auch schon positiv zu Bitcoin geäußert. Er hat auch gesagt, unter seiner Regie wird es keinen digitalen Dollar geben, was die Leute natürlich auch schwer abgefeiert haben. Ich bin ja auch ein Kritiker dieser neuen planwirtschaftlichen Idiotie, dass man sagt, man braucht jetzt einen digitalen Euro, weil das jetzige Geldsystem ist ja schon digital. 96% aller Bezahlungen im Euroraum laufen digital ab. Also das ist auch schon gang und gäbe. Und Frau Lagarde tut sich ja selber schwer, irgendwas zu fabrizieren, warum der digitale Euro superior, also überlegen ist gegenüber dem jetzigen Euro, den wir haben mit Münzen und Scheinen. Also es geht natürlich nur um Überwachung. Das ist ganz klar. Das sagen wir selbst in der vorgehaltenen Hand, die Bundesbanker. Es gibt keinen absoluten Mehrwert. Aber trotzdem arbeiten alle Notenbanken weltweit mit Hochdruck an ihren digitalen Lösungen. Und warum? Weil im Untertitel meines Buchs steht es ja, unser Geld stirbt. Ja? Und wie sie davon profitieren können. Und da muss man jetzt halt einfach anfangen zu investieren. Weil man muss Aktien besitzen, man muss Gold besitzen, man muss irgendwelche Werte besitzen. Weil wie immer wieder wird dann das Geldsystem inflationiert. Und es wird dann halt eine Art Währungsreform passieren und wahrscheinlich, wenn der digitale Euro kommt, wird es dann irgendwie Abhebungslimits geben oder halt also Ausgabelimits geben oder was auch dann der Chef der Notenbank der Notenbanken, Carsten Augustin, gesagt hat, wir brauchen programmierbares Geld und da gehen mir alle Nackenhaare nach oben, weil dann kann man die Leute noch besser erziehen, ne? Also CO2-Konto, wie viel Geld gibst du aus für Fleisch, wie oft fliegst du in Urlaub, wofür gibst du das Geld überhaupt aus? Oder gibt es ein Haltbarkeitsdatum auf die Kaufkraft, ne, und so weiter? Und das ist schon eine gefährliche Entwicklung, die ich sehe. Und da würde ich mir einfach mal auch das chinesische Modell angucken mit dem Social Credit Programm und mit dem digitalen Geld. Und davor warne ich einfach, ne, weil ich sehe da keinen absoluten Mehrwert, wenn man ein digitales Geldsystem implementieren würde über die Notenbank, weil die sind ja jetzt schon gescheitert mit ihrem jetzigen Geldsystem.
Lass uns mal die Frage nochmal weiter. Was würde nach Trump passieren? Also nehmen wir an, der wird jetzt gewählt. Ja? Dann kommt aus meiner Sicht Folgendes, der senkt die Steuern. Dadurch wird die fiskalische Basis der Amerikaner, die ja ohnehin schon rückläufige Steuereinnahmen haben bei steigenden Ausgaben, noch schlechter. Dann wird er der Notenbank sagen, er hat ja schon gesagt, ich werde Paul nicht nochmal bestätigen. Also er wird den neuen Notenbankchef nehmen oder Chefin. Und man kann vermuten, dass der Neue oder die Neue dann eher willfährig ist ihm gegenüber. Also das macht, was er sagt. Bedeutet also, hat er damals ja schon gesagt, ich will, dass die Zinsen runtergehen. Hat damals sogar gesagt, wir können doch auch wie die Europäer Negativzinsen haben, was in den USA eigentlich, Gesundheit, was in den USA eigentlich ein Tabuthema ist. Das bedeutet, der Mann würde die Zinsen senken oder würde sich einsetzen dafür, dass die Zinsen sinken. Gleichzeitig würden die Staatseinnahmen sinken. Gleichzeitig würden wahrscheinlich die Ausgaben des Staates nicht sinken, sondern so weitergeführt wie unter Biden jetzt auch. Und dann hast du natürlich ein krasses Missverhältnis. Warum soll ich dann Staatsanleihen kaufen aus den USA? Wenn sozusagen die Zinsen Richtung Null wieder gehen, dann müssten die Staatsanleihen auch tendenziell in der Rendite normalerweise mit latent nach unten gehen. Und wenn ich dann sozusagen dadurch eine Inflation habe, die wieder ansteigt, dann mache ich das nicht mehr. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das wird nicht funktionieren. Und ja, dann bin ich sogar bei dir, dass ich sage, dann kriegen wir so eine Art Krassinflation, also eine Hyperinflation. Ja. Und dann wäre ich sozusagen Bitcoinista. Ja, also dann würde ich sagen, endlich. Ich habe meinen Auftrag erreicht. Ich kann aufhören, weil ich habe das Buch ja nur für dich geschrieben, Markus. Damit ich weiß. Nein, Spaß beiseite. Also wir werden eine zweite Inflationswelle sehen, so oder so. Die Frage ist nur, wann. Und natürlich, die US-Staatsschulden sind bei 34 Billionen Dollar. Ne? Jeder dritte Dollar wurde in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren eigentlich ins System gepumpt. Und die hohen Zinsen vertragen die Schulden nicht mehr. Wir sehen ja jetzt schon, dass der größte Posten im US-Bundeshaushalt, der jetzt schon die Zinszahlungen sind auf die US-Staatsschulden, also nicht mehr der Militärapparat, der ja gigantisch ist, der ja größer ist wie die 7 anderen nachfolgenden Nationen auf der Welt. Und jetzt sind sie bei 1 Billion Dollar. Ne? Auch in Deutschland haben sich übrigens die Zinszahlungen verzehnfacht. Seit 2021 sind jetzt auch schon 8% vom Bundeshaushalt. Deswegen die hohen Zinsen sind natürlich Gift für die Staatsschulden. Deswegen braucht man eigentlich eine zweite Inflationswelle, um die Schulden weiter auf Kosten der Bürger wegschmelzen zu lassen. Aber die Zeche zahlen natürlich wir. Und wenn es dann eine Zinssenkung geben sollte, dann haben wir natürlich eine zweite Inflationswelle, die sich gewaschen hat. Ne? Und meistens ist auch eine Zinssenkungswelle in den letzten 30 Jahren noch immer ein Warnsignal gewesen, dass die Märkte dann auch irgendwie in die Knie gehen, weil die Notenbanken, also die Fed vor allem, immer erst die Zinsen gesenkt hat, wenn irgendwas im Finanzsystem in Schieflage geraten ist. Das war leider immer der Fall. Das war eigentlich immer ein guter Indikator, um dann antizyklisch zu verkaufen. Und warum sonst sollte die Notenbank die Zinsen senken? Wie du es ja richtig gesagt hast, läuft ja momentan. Ne? Wir sind zwar bei 5% Zinsen in den USA, aber der Dow Jones auf dem Allzeithoch. Ne? Die Wirtschaft brummt, CPI, okay, passt und so weiter. Produktionsdaten sind auch positiv. Also, ja, aber Trump hätte natürlich gerne dann auch wieder Liquidität, die er weiter ausgeben kann, um irgendwelche Wahlversprechen auch umzusetzen. Aber das ist natürlich eine brandgefährliche Entwicklung. Und deswegen dann hätten wir, wie ich glaube, eine absolute Inflationierung aller Assetmärkte über kurz oder lang. Also dann werden wir halt einen Dow Jones bei 100.000 sehen. Nicht ausgeschlossen. Übrigens 90er Jahre, 1993, wenn ich das richtig erinnere, hat die Fed auch die Zinsen gesenkt, obwohl die Wirtschaft noch ziemlich gut dastand. Hat das auch relativ dosiert gemacht und hat dann erstmal pausiert. Ne? Also es ist nicht immer so, es gibt zwei Szenarien, die Fed senkt die Zinsen schnell, dann ist auf Deutsch gesagt die Kacke am Dampfen, dann tut sie das aus einem sehr triftigen Grund. Oder sie macht ein bisschen was und dann pausiert sie erstmal und guckt weiter. Das ist das Szenario, was die Aktienmärkte momentan annehmen, dass sie sagen, ja gut, so 3 Zinssenkungen, aber wir haben ja Soft Landing, wir haben eine super robuste Wirtschaft und selbst wenn die Zinsen jetzt nicht so sinken, so stark, wie wir uns das noch vor kurzem vorgestellt haben, dann haben wir ja eine starke Wirtschaft, was dann wiederum gut ist für die Unternehmensgewinne und so weiter und so fort. Nur ist mir diese Erzählung zu glatt, zu schön, um wahr zu sein, wenn wir dann auf der anderen Seite wissen, wir haben hier Riesenprobleme im Bankensektor beziehungsweise im Gewerbeimmobiliensektor. Heute ist ein gigantisch großer Komplex in den USA für 1 Dollar oder der 29% Anteil für 1 Dollar
verkauft worden, weil sozusagen kein Käufer sich sonst hätte finden können, weil man dann komplett sanieren muss und eben diese Dinge machen muss. Und die Banken haben da natürlich massive Assets drin, massive Kredite, die müssen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren umgeschuldet werden zu deutlich höheren Zinsen. Also das ist eigentlich ein Unfall mit Ansage, sag ich mal. Natürlich, Markus, klar, auf jeden Fall. Aber du weißt ja, die können den Kaugummi relativ lange ziehen. Und ich meine, guck mal, letztes Jahr, da haben alle Investoren erwartet, es wird ein beschissenes Jahr, die Märkte werden nach unten gehen. Es war das erfolgreichste Aktienjahr ever eigentlich, ne? Also Nasdaq 54%, Bitcoin 164%, ne? Der Uranpreis hat sich verdoppelt. Und dieses Jahr war es genau andersrum, ne? Also und wir sehen ja, jetzt läuft es ja richtig bombig. Wir sehen immer weiter steigende Kurse und ich glaube, wir haben noch immer sehr viel Geld auf der Seitenlinie. Viele warten immer noch auf sinkende Preise oder sinkende Kurse an den Aktienmärkten oder auch bei Bitcoin und so weiter. Oder ich kaufe Gold wieder bei 1800 Dollar. Wenn es nicht kommt, dann rennen die den steigenden Kursen hinterher, was das Ganze natürlich nochmal eskaliert. Und nochmal die Gemengelage. Ich bin bei dir. Commercial Real Estate in den USA ist ein Albtraum. Ja, da sind gigantische Verluste schon angehäuft worden in den Bilanzen. Aber nochmal, wir haben es doch gelernt. Seit 2008 wird halt diese Insolvenzverschleppung weiter vorangetrieben und zwar legitimiert durch die Notenbanken und durch die Staaten. Die machen im Notfall gemeinsame Sache. Deswegen, warum nicht profitieren, solange die Kugel noch im Spiel ist und versuchen da irgendwie noch einen guten Schnitt zu machen, dass es irgendwann knallt, ist klar. Und wer die Zeche zahlt, ist auch klar. Wir. Dann wird es halt irgendwie eine Währungsreform geben oder einen Schuldenschnitt geben oder halt ein digitales Geldsystem, damit keiner mehr ausflüchten kann oder raus kann oder sein Geld in Sicherheit bringen kann. Und das ist ja die große Gefahr, weil die Akkumulation von Krisen ist natürlich gigantisch. Es wurde nichts gelöst seit 2008. Ganz im Gegenteil, man hat lediglich die Probleme in die Zukunft verschoben, wo sie weiterhin vor sich hingewuchert sind, wie so ein Krebsgeschwür, das immer größer wird. Deswegen sage ich ja, der Patient ist präfinal. Die Frage ist nicht, ob er umkippt und stirbt, sondern lediglich wann. Und es lassen aber die Protagonisten nicht zu, weil sie vom System natürlich profitieren, unter anderem durch den Cantillon-Effekt. Also deswegen, es wird noch länger dauern, wie wir denken, aber das Ende ist definitiv sicher. Und da muss man sich jetzt halt dementsprechend positionieren. Und es kann noch 5 Jahre dauern oder 10 Jahre. Müssen wir halt jetzt mal gucken. Ne? Aber wir sehen ja die Eskalation, dass der Euro jetzt schon 40% seit Einführung verloren hat und gegenüber Gold halt über 92%. Wir sehen ja diese Exzesse an den Märkten. Und jetzt wird es halt noch turbulenter, weil am Ende geht es dann so. Ne? Also wirklich schlägt aus nach oben und nach unten. Und dahingehend sind Krisen auch immer gigantische Chancen. Und wenn ich überlege, 2012 hatte ich mit Hans-Werner Sinn gesprochen, der war sich sicher, dass der Euro im nächsten Jahr abgewickelt wird. Ja, Pustekuchen, ist nicht passiert, ne? Und wir haben immer noch den Euro. Aber trotzdem, ja, in der Long-Term werden sie alle recht behalten. Also du, ich und was weiß ich, wer alles, ja? Jens etc. Also meine Prognose wäre ja, dass das unter Trump passiert, ne? Also dass sozusagen unter Trump die Widersprüche so krass werden, ja. Der will die Zinsen senken, gleichzeitig die Steuereinnahmen. Geht nicht. Und auch die, ja. Nochmal, wir alle spüren doch intuitiv, dass wir in einer neuen Zeitrechnung leben, dass irgendwas nicht mehr passt. Also das siehst du in so vielen Aspekten. Ne? Die Bauern gehen auf die Straße, die Regierung ist komplett unfähig, die machen Sachen, wo man gar nicht versteht. Der Krieg kommt nach Europa. Das sind verschiedene Zyklen, die jetzt zusammenkommen. Und dann natürlich die Exzesse auch an den Börsen. Also Nvidia, klar, okay, die haben viel verkauft, alles schön und gut. Ne? Aber auch diese Konzentration von Vermögen bei diesen Magnificent Seven. Und klar, es sind nicht nur die. Wir wissen ja auch, einige andere Aktien sind ja auch gut gelaufen, nur jetzt nicht vielleicht der Russell oder so, aber oder der MDAX, aber trotzdem auch im Nasdaq gibt es viele neue All-Time-Highs. Aber natürlich ein Drittel der Performance in USA sind natürlich die Magnificent Seven oder jetzt nur noch 5 und der MSCI ist zu über 60% USA, ist auch ein Klumpenrisiko. Deswegen sage ich, Leute, guckt dahin, in die Märkte, die nicht gut performt haben. Vielleicht wird auch wieder China interessant. Ich meine, der China-Abschub letztes Jahr war schon gigantisch und dieses Jahr nochmal. Ja, also wow. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich im Januar vielleicht mal antizyklisch mir eine erste Position ins Depot hole in China. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Wenn ich es mir jetzt so anschaue. Und Kommunisten sind sowieso immer schwierig, wenn man da mit denen irgendwie zusammenarbeiten möchte. Aber Fakt ist, tatsächlich, es wird turbulent bleiben, es wird volatil bleiben, man muss sich dementsprechend aufstellen. Ich glaube auch so, die Zeit des passiven Investierens ist erstmal für eine längere Zeit vorbei, man muss wahrscheinlich mehr traden. Und ich sage jetzt nicht wegen XTB, Entschuldigung. Ja, also es war jetzt kein perfekter Übergang, das war nicht wirklich. Ja, XTB freut sich noch, wenn du tradest. Ne? Die letzten 3-4 Minuten sind angebrochen. Was mich positiv stimmt, ist, dass immer noch so viele negativ sind. Gerade in Deutschland sind ja alle
am Verzweifeln und trotzdem sehen wir, das ist der klassische Kontraindikator, wenn alle unzufrieden sind, sind sie in der Regel als Mehrheit nicht investiert und die Börse geht noch weiter nach oben. Und erst wenn alle wieder sagen, alles super, dann, früher hat man gesagt Hausmädchen-Rallye oder Hausfrauen-Rallye, dann muss man überlegen, ob man mal Gewinne mitnimmt. Und ja, momentan, wohin wir gucken, überall Stimmung sehr, sehr negativ. Deswegen weiterer Grund, warum ich sehr, sehr positiv bin, dass es bis Jahresende locker nochmal 5 oder 10% in vielen Märkten nach oben geht. Trump und Co. haben wir uns angeschaut, Bitcoin haben wir uns angeschaut und ja, die letzten 2 Minuten. Ich bin positiv, weil die Mehrheit immer noch negativ ist. Das ist mein Schlusswort. Was ist dein Schlusswort, Markus? Was ist dein Schlusswort, Marc? Also wenn ich da, die Stimmung im DAX ist nicht so negativ. Also unter den Investoren ist sie sogar eher sehr positiv, wenngleich nicht ganz so euphorisch wie in den USA. Da ist sie ja schon Oberkante, Unterlippe, Fear and Greed Index und so weiter. Stimmung der Privatinvestoren. Mein Punkt ist, Finanzmarkt von der realen Welt trennen. Wenn die reale Welt negativ ist, ist es relativ oft so, dass der Finanzmarkt positiv ist. Und wenn alle in der realen Welt positiv sind, dann geht es meistens runter. Das war mein Punkt. Ja, ja, also das klar. Ne? Also wir haben hier sozusagen die Stimmung in der Bevölkerung ist seltsam, finde ich. Ja, wir haben Bauernproteste, wir haben alle spüren irgendwie, stimmt was nicht, ist vielleicht die falsche Richtung, die wir gehen. Auf der anderen Seite habe ich vorhin schon erzählt, dem Jens, ich war gestern hier in Hamburg in der City unterwegs, die Restaurants sind voll. Ja, also... Ja. Klar. So schlecht geht es den Leuten faktisch nicht. Auf der anderen Seite geht es vielen Leuten schon relativ schlecht, die 1.000 Euro im Monat Rente bekommen. Das sind aber auch nicht die, die in den Restaurants sitzen. Und die haben vor 20 Jahren eben auch schon 1.000 Euro bekommen. Die haben jetzt immer noch 1.000 Euro und allerdings eine Inflation in Zwischenzeit, wo eben sie für dieses Geld eben viel weniger kaufen können. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Masse, die man eben kaum sieht oder die kaum in Erscheinung tritt. Und die eben spürt, irgendwas läuft hier in die falsche Richtung. So, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was in den USA der Fall ist, was wir vorhin mit den Migrantenbussen hatten. Die Leute, denen es nicht gut geht, die haben das Gefühl, ja, für die anderen wird alles gemacht, nur für mich nicht. Das ist sozusagen auch in Deutschland mit Ukrainern so oder mit anderen Migranten, dass so die Stimmung ist, die tun ja alles, aber A, hat es nichts mit mir zu tun, mit meinem Leben und B, benachteiligt mich, weil die anderen bevorzugt werden sozusagen, ne? Und das ist, glaube ich, die vorherrschende Unzufriedenheit, dass die Leute das Gefühl haben, dass was da politisch passiert, geht komplett an meinen Interessen vorbei. Ja. Und solange wir das nicht ändern, werden wir eine Spaltung der Gesellschaft haben, die immer größer wird, wenn es nicht gelingt, sozusagen diese Gesellschaft wieder auf den Nenner zu bringen, indem man sagt, ja Leute, aber wir kümmern uns um euch. Ne? Aber Markus, das wird passieren. Wir werden Selbstheilungskräfte der Gesellschaft sehen. Wir sehen doch jetzt schon, dass wir den Zenit der Idiotie überschritten haben. Also das Woke und so weiter ist alles schon ad acta gelegt worden. Ich kenne niemanden, der gendert. Ich kenne niemanden, der Pronomen verwendet. Und ich glaube auch nicht an 78 Geschlechter. Ja? Also ich kenne nur 2. Und nochmal hier auch an den Chat. Wer mir ein drittes Geschlecht zuschickt, ich schicke dem Bitcoin zurück. Ja, tatsächlich. Und parallel sehen wir ja, dass die ganzen Narrative der Linken und der Woken, auch der Regierung natürlich zusammenbrechen. Ja, wir sehen einfach zum Beispiel, dass die grüne Energiewende ein Scherbenhaufen ist. Wir sehen, dass diese Energiepolitik gescheitert ist. Wir sehen, dass wir trotzdem, deswegen bin ich auch für Kohle, weil Deutschland braucht ja jetzt mehr Kohle. Und ich glaube auch an die Selbstheilungskräfte für Deutschland. Ich bin positiv langfristig für Deutschland, weil hier, wir sind immer wieder aus jeder Krise stärker herausgekommen. Und so werden wir es auch dieses Mal schaffen. Deswegen kurzfristig bin ich bei dir. Wir müssen erst diese Katharsis erleben. Wir müssen vielleicht erst noch mehr leiden, bevor es dann besser wird, aber mittel- bis langfristig. Wir haben so viele tolle Unternehmen, wir haben so viele tolle Unternehmer, wir haben Bauern, die auf die Straßen gehen, weil sie sagen, es reicht einfach und das ist ja auch genial, dass wir diese demokratischen Möglichkeiten haben, auf die Straße zu gehen und die Leute werden natürlich bei der nächsten Wahl auch dementsprechend anders entscheiden. Ob dann die neuen Parteien oder die anderen Parteien dann besser sind, wird sich mal herausstellen, aber wir sehen es ja in Argentinien mit Javier Milei, ja, also die Leute haben einfach gemerkt, die alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Wir müssen radikal neue Wege gehen. Und da möchte ich einfach hinweisen, wir sind in der Zeitenwende, wir sind im Paradigmenwechsel. In der Zwischenzeit ist es so, derjenige, der für Frieden ist, ist der Böse und der, wo für Krieg ist, ist der Gute. Und die Grüne Partei ist die größte Partei, die am meisten Waffen fordert. Ja, also das ist schon mal eine unglaubliche Idee oder eine Idiotie schlechthin, dass die Friedenspartei mutiert ist und eine Kriegspartei. Und nochmal, ich bin auch gegen jeglichen Krieg und ich finde es verwerflich und Putin muss da auch jedenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wir sehen ja auch dieses Narrativ bricht zusammen, die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Und man sollte lieber jetzt verhandeln als später. Nur mal das mal mein Plädoyer zu Krieg und zu Frieden. Aber
Ich glaube, Deutschland wird sich auch erholen, auch von der Ampelregierung. Ich nenne sie nur noch despektierlich Hampelregierung, weil wir haben einfach eine Resilienz und wir hatten den Zweiten Weltkrieg, wir hatten diesen verrückten Österreicher, wir hatten Kaiserreich, wir hatten so viele Krisen und also Hyperinflation, Währungsreform. Hey, die Deutschen können eins richtig gut, und das ist Krise. Und deswegen bin ich bullisch, langfristig gesehen. Krisenbullisch. Deutschland kann Krise, das ist das Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Markus. Hat uns sehr gefreut. Ihr wart jetzt live dabei und ein bisschen später, wahrscheinlich ein, zwei Tage später, gibt es dann das Video für alle Ewigkeiten im YouTube-Kanal. Einfach vorbeischauen, XDB-YouTube-Kanal, aber auch bei Finanzmarktwelt wahrscheinlich zu sehen. Vielen, vielen Dank und vielleicht bald mal wieder. Servus. Ich danke allen, hat mir Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder, war sehr kurzweilig. Danke Jens, danke Markus, danke an den ganzen Chat, an alle Zuschauer. Ciao. Danke. Tschüss. Danke, Marc. Servus. Komm, lass mich dir die vielen Möglichkeiten von XTB zeigen. Raphael? Ihr kennt euch? Raphael investiert in Gold. Und Anja wählt lieber Aktien. Und Indizes. Bei XTB findest du alles, was du zum Investieren brauchst, in der intuitiven App. Mit XTB können Sie in über 5.800 Finanzinstrumente investieren. Und Sie? Wofür werden Sie XTB benutzen? Investments sind nicht für jeden geeignet und bergen Verlustrisiken.